Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich bin letzter Zeit sehr häufig in Kommentare oder auch per E-Mail gefragt, wann weiß man denn, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, aus seiner Wohnung, Haus zu flüchten. In der Regel haben die Städterer, die diese Frage stellen, und ich stelle dann die Gegenfrage, wo willst du denn überhaupt hinflüchten? Und was kommt da immer als Antwort? Klar, in den Wald. Aber ist denn das so einfach? Ich frage nämlich dann immer, warst du schon mal im Wald? Ja, Wald war ich schon. Warst du auch schon mal ein paar Nächte im Wald? Nee. Das heißt, was ich noch nie getestet habe, gar nicht weiß, ob ich das Material dafür habe, ob mir das taugt, soll dann in der Krise funktionieren. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Warum man überhaupt flüchten sollte? Auch das Thema werden wir in dem Video durchgehen. Und ich werde euch mal sagen, was ihr im Wald beachten müsst und welche Ausrüstung ihr benötigt, damit das auch funktioniert. Und wenn dich das alles interessiert, ob man im Breakout wirklich in den Wald kann und wann man gehen sollte, bleib einfach dran. Gut, also Plan A ist klar, jeder bleibt so lange wie es geht daheim, da habe ich alles, was ich brauche. Ich kann mir die dritte Decke drüber da, wenn es kalt wird. Es wird in der Wohnung nie so kalt werden, wie es draußen ist. Ich habe dort Vorräte, ich habe dort Nahrung, ich kenne mich dort aus. Ich bin dort relativ sicher, wenn ich zusperre und. Also jeder bleibt natürlich zuerst mal zu Hause. Aber was müsste denn passieren, damit Plan B in Kraft tritt, Plan Breakout, dass ich wirklich raus muss? Und da gibt es verschiedene Sachen. Das, was mir als erstes im Eifer ist, Feuer. Wenn es bei euch brennt, müsst ihr raus, gar keine Diskussion. Wenn es beim Nachbarn brennt, müsst ihr auch raus, weil die meisten Leute sterben an Rauchvergiftung und nicht an die Flammen. Was gibt es noch? Dann natürlich, wenn es wirklich jetzt mal zum Breakout kommen sollte und es gibt keine Nahrung mehr und sonst was, dann werden Randale natürlich passieren. Und wie Randale schnell ausarten, haben wir in Hamburg gesehen. Auch das könnte der Grund sein, um vielleicht sein geliebtes Haus zu verlassen. Das gleiche Plünderer natürlich. Und Plünderer ist immer so, es gibt keine Plünderer. Naja, ich will euch mal sehen, wenn eine Kinder nichts mehr zum Essen, nichts mehr zum Trinken haben und die ganze Zeit sagen, Papa, ich hab Hunger, Papa, ich hab Durst. Und ihr merkt, wenn ich jetzt nicht sofort agiere, dann sterben die, weil die zu wenig Wasser haben. Weil Kinder halten keine 3 Tage durch. Da wärst du zur Furie. Und zwar jeder von uns, ausnahmslos. Gar keine Diskussion. Also auch sowas ist ein Punkt, den wir beachten. Einbrecher. Wenn es keine Kommunikation mehr gibt, dann ist doch das für mich als Einbrecher ein gefundenes Fressen, wenn ich weiß, er kann nicht einmal die Polizei rufen. Da gibt es genügend Subjekte, die dann das ausnutzen werden. Dann natürlich, was ich schon gesagt habe, wenn ich keine Nahrung, kein Wasser habe, dann muss ich raus aus der Wohnung. Da kann ich natürlich wieder zurück, klar, aber ich muss zuerst mal raus aus dem Ganzen. Dann natürlich Naturkatastrophen, Hochwasser, Erdbeben, wenn es sowas gibt, kann es sein, dass ich rausmache. Bombendrohungen, Bombenfunde, da geht das ratzfatz, da kommt die Polizei und dann hast du raus, zack, und sofort mitkommen. Ja, wenn ich da nichts gepackt habe, ja, dann stehe ich halt mit dem, was ich gerade anhabe, draußen. Mehr habe ich da nicht. Das ist natürlich schlecht. Sturm kann natürlich auch mal passieren, Baum aufs Haus, was auch immer. Chemieunfälle, CBRN-Gefahren allgemein. Jetzt sagt natürlich jeder, ja, bei mir ist keine chemische Industrie in der Nähe, muss gar nicht. Weil es fahren viele Chemielaster durch die Gegend. Seht ihr immer hinten an die Warnschilder. Wenn die einen Unfall hat, muss ich auch aus meinem Haus raus. Kann vielleicht mehrere Tage nicht mehr rein. Radioaktiv, es muss ja nicht einmal der Supergau sein aus dem Kernkraftwerk. Es kann eine schmutzige Bombe sein, es kann auch, es fahren hunderte von Autos mit radioaktiven Sachen durch die Gegend. Für die Röntgengeräte zum Beispiel. Und wenn so ein Unfall passiert, kann es auch sein, dass ihr raus müsst. Also das kann einmal schnell gehen. Gut, wohin denn überhaupt Plan B? Und da kommen viele, die sagen, ich gehe in den Wald.
Und jetzt fragen wir, warum wollen die in den Wald? Ganz klar, Wald ist Sichtschutz. Warum leben die Rehe im Wald? Klar, weil sie nicht gesehen werden. Werden sie nicht gesehen, kann ja keiner was tun. Das ist eine ganz, ganz einfache Geschichte. Ich komme also hier super tarnen. Ich gehe manchmal 10 Meter an Leuten vorbei und die sehen mich nicht im Wald. Wenn ich richtig angezogen bin, mich richtig verhalte, wird mich hier im Wald kaum einer finden, wenn ich nicht irgendeinen Blödsinn mache. Ich habe Baumaterial, ich habe Brennmaterial en masse. Ich kann mir hier was bauen, ich kann mir ein Lagerfeuer machen. Gut, Lagerfeuer und Tarnung ist dann schon wieder so ein Punkt. Mache ich am Tag mein Lagerfeuer, dann sieht man die Rauchwolke wahrscheinlich kilometerweit außerhalb vom Wald. Mache es in der Nacht, dann sieht man halt den Feuerschein teilweise auch einen Kilometer im Wald. Muss man natürlich bedenken. Wald bietet auch Schutz vor Infektionen. Es kann ja auch mal Pandemie kommen. Im Wald raus kann ich keiner infizieren, weil keiner da ist. Das ist also auch eine gute Geschichte. Gut, dann das nächste, wenn ich mir frage, sage, okay, wo willst du denn in den Wald hin? Ja, ich gehe dort in den Wald. Und dann sage ich, hast du dir schon mal versucht, dort ein Lager zu finden? Wisst ihr, was das für Aufwand ist, ein richtiges Lager zu finden? Das ist das, wo man nicht einsehen kann, wo keine Witwenmacher haben, wo die Bäume alle passen, wo ich vielleicht Trinkwasser in der Nähe habe und. Ich gehe oft stundenlang durch den Wald und suche nach neuen Lager. Stunden. Muss man natürlich bedenken. Gut, was haben die Gefahren im Wald? Natürlich ganz klar die Verletzungsgefahr als erstes. Durch Umknicken, durch herabstürzende Äste, Bäume, Witwenmacher. Gerade noch am Sturm oder beim Sturm fällt einmal ein Baum um. Auch sowas muss man bedenken. Wärme ist der nächste Punkt. Probiert es mal bei 10 Grad plus, wenn es regnet, hier ohne Regenbekleidung oder Regenschutz zu sein. Ja, was wird passieren? Ihr werdet erfrieren in der Nacht. Es ist mal so. Also das Thema muss ich auch bedenken. Wasser. Ich habe natürlich, ich sitze jetzt hier gerade am Bach, aus der ist so halbwegs sauber, aus dem könnt ihr mit Filter locker raustrinken. Also heute hier kein Problem. Aber das hat nicht jeder. Also geht schon mal raus im Wald und sucht nach Bäche und Flüsse, aus denen man dann auch raustrinken kann. Geräusche. Mein Lieblingsthema. Geht's mal in der Nacht raus in den Wald. Müsst gar nicht übernachten. Bleibt einfach mal irgendwo sitzen. Ihr hört da Geräusche, ihr schreckt hoch. Das ist unglaublich. Gerade wenn man es erst einmal macht, weil man ja die Geräusche noch nicht zuhört. Man kippt da jemand oder ist eine Wand runtergefallen. Dann natürlich andere Tiere, Wildschweine, Wölfe gibt es woanders. Auch so könnte man beginnen, ob da was passiert. Das ist unwahrscheinlich, aber trotzdem. Ja, und natürlich die anderen, die auch in den Wald flüchten. Auch mit denen muss man natürlich rechnen. So, liebe Leute, was aber jetzt tun, wenn man wirklich vorhat, Plan B ist der Wald. Das Erste, was ihr mal braucht, ist eine vernünftige Ausrüstung. Und zwar sogenannter Bug-Out-Bag, den man einfach für sowas mitnehmen kann. Der steht bei mir immer fertig gepackt im Schrank. Wenn ich halt irgendwo eine Übernachtung mache oder sonst was, nehme ich nur den Rucksack und renne los, weil da ist alles drin, weiß ich. Und es ist auch alles getestet. Ich weiß, es funktioniert auch dauerhaft. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wieso Backup-Bag aufgebaut selber? Wärmeschutz, Nässeschutz, was zum Trinken, Wasserfilter, Nahrung etc. Da gebe ich euch mal oben oder unten den Link. Könnt ihr euch das mal anschauen, wie meiner ausschaut, was ich denn alles dabei habe. Einmal ein wichtiger Punkt. Gut, dann gebe ich euch den Tipp, das mal zu testen. Was bringt euch der beste Backup-Bag? Ihr habt es den draußen nicht getestet. Ihr wisst nicht, habe ich zu viel dabei, habe ich zu wenig dabei. Ja, schleppt es doch mal so her, dann oft, ja, mein Backup-Bag hat 25 Kilo, ist überhaupt kein Problem. Ja klar, ist überhaupt kein Problem. Probiert es das mal. Schaut euch mal das Video an, wo ich mit Martin von MB Survival unterwegs war. Der hatte an dem Tag noch mal ein paar extra Kilo dabei, für mich, gebe ich jetzt zu, fürs Video. Aber der hat ganz schön geschnauft mit seinen 18 Kilo hier durch den Wald. Das ist nämlich was anderes, als wie wenn ich irgendwo auf der Straße entlang gehe. Ich mache zum Beispiel mindestens ein oder zwei Mal im Jahr. Ich nehme einfach mein Backup-Bag und mache 30 Kilometer Marsch damit. Und schaue, ob das alles so passt. Dann weiß ich, der Rucksack passt. Ich weiß, es ist richtig gepackt. Da kommt demnächst noch ein Video dazu. Gut, dann, wo möchtet ihr denn hin? Wart ihr in dem Waldstück überhaupt schon mal, wo ihr hin möchtet? Habt ihr da schon mal nach einem Lager gesucht? Ich bin oft stundenlang unterwegs, nur um Lager zu suchen. Sonst mache ich nichts. Ich suche nur das perfekte Lager. Ich habe hier natürlich in meinem Wald, also in meinem Wald in Anführungszeichen, schon einige Lager entdeckt. Aber das dauert natürlich eine Zeit lang. Ganz klar. Also, was das Lager ist, haben wir, kommen wir nachher noch drauf.
Es soll ja kein anderer hinkommen, es soll Wasser in der Nähe sein, es soll Baumaterial in der Nähe sein, es soll Brennmaterial in der Nähe sein und und. Kommt ja einiges zusammen. Und wie kommt ihr dort überhaupt hin? Kommt ihr dort nur mit dem Auto hin und die Straßen sind verstopft? Habt ihr ein Problem? Testet ihr es einmal zu Fuß, mit dem Rad, mit was weiß ich was? Auch ein wichtiger Punkt. Fluchtmöglichkeiten. Hat mein Lager denn nur einen Zugang? Das ist schlecht, weil wenn jemand von der Seite kommt, dann haue ich in die Richtung ab. Fertig. Also brauche ich eine Fluchtmöglichkeit. Und natürlich Nahrung suchen. Das ist immer so lustig, wenn die Leute sagen, ich ernähre mich dann aus dem Wald, weil ich habe hier so ein Buch. Ich habe auch hier das von Kai Sackmann, Waldläufernahrung. Ich würde mir trotzdem, wenn ich das Buch habe, weiß ich jetzt schon, ich würde draußen verhungern auf Dauer. Weil ich damit nicht genug Nahrung herbringen kann. Ich kann alles bisher hinauszögern, aber ich kann mich davon nicht ernähren. Und ich höre jetzt schon den einen oder anderen, der sagt, nein, ich habe meinen Bogen dabei, ist da kein Problem, ich gehe auf die Jagd. Habt ihr das schon mal getestet? Ich hoffe nicht. Aber allein sich mal einer Viech anzuschleichen, wie schwierig das ist. Jäger haben nicht umsonst Schusswaffen dabei, die bis zu 150 Meter schießen, weil ihm das Anschleichen sehr schwierig ist. Auch das und vor allem dann, wenn ich einen Bogen habe, wenn ich aufliege, ist das ein Punkt. Aber wenn ich einen Bogen habe, ich zittere dann ja, weil die Jagd ist aufregend. Ich schieße auf ein lebendes Tier, das habe ich vielleicht noch nie gemacht vorher. Also auch ein Punkt, wo man sagt, das muss ich einfach mitnehmen. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, du brauchst keine Ausrüstung, völliger Blödsinn, baue ich mal draußen als selber. Ja klar, baut einmal ein Lager, hat einmal 5-6 Stunden beschäftigt. Habe ich denn die Zeit überhaupt? Tja, ist der nächste Punkt. Und wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, weil kein Baumaterial da ist, weil sonst was nicht da ist, ja, dann erfriere ich halt vielleicht. Also habe ich doch lieber meine Zeit dabei und kann dann immer nur bauen, wenn was ist. Und weiß dann, ich habe in meinem Rucksack noch das, wenn ich flüchten muss, habe ich noch mehr was dabei. Gut. Was muss denn so ein Lager alles aufweisen? Also hier zum Beispiel seht ihr, neben mir ist ein Bach. Aus dem habe ich schon getrunken, mit Wasserfilter, kein Problem. Super. Ich habe hier, ihr seht es vielleicht so im Hintergrund, ich wäre hier zum Beispiel super gedeckt, weil das hier in der Senke drin ist. Nachteil ist es natürlich hier saukalt und feucht, weil der Bach in der Nähe ist. Ob ich hier nächtigen würde, weiß ich nicht, aber zumindest könnte ich hier mein Lagerfeuer etc. machen und mich würde keiner so leicht entdecken. Da ein wichtiger Punkt, ist uneinsehbar. Es ist Wasser in der Nähe. Ich habe genug Feuerholz hier rum, ich habe Baumaterial hier rum und Nahrung, ja okay, da müsste ich mal schauen, ob das in der Nähe ist. Das sind einfach so Punkte, die man draußen beachten muss. Dann das erste, was ich mache, genau, der Blick nach oben, ob hier irgendwelche Witwenmacher drin sind. Dann schauen wir natürlich die Bäume genauer an, ob die alle gesund sind. Und hier zum Beispiel da vorne, hoffe man kann es erkennen, ist ein Krankerbaum. Ihr seht da, wo die Rinde weg ist. Und das heißt, das sind so Bäume, hoffe man kann es erkennen. Das sind so Bäume, die halt gefährdet haben, wo ich sage, okay, sollte hier der Wind mal gehen, könnte es gefährlich werden. Also muss man sich überlegen. Oder man fällt das Ding. So, ihr könnt hier etwas mein Lager sehen. Das ist jetzt noch nicht getarnt. Hier noch ein paar Zweige drüber. Ihr seht, es ist weiter unten. Also es steht schon mal gar nicht so weit raus. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit zum Tarnen. Aber ihr seht, selbst dieses Olivfarbene fällt hier einfach auf, weil es zu glatt ist. Und es gibt nichts Glattes in der Natur. So, und jetzt die gleiche Szene nochmal. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt nur mal drei Äste draufgelegt. Aber man jetzt sieht selber, natürlich sieht man es jetzt nach der Kerle jetzt noch mehr hier. Aber es fällt schon lange nicht mehr so auf wie vorher. Weil es einfach keine glatte Fläche mehr ist. Also ihr seht, es fällt gar nicht mehr so auf. Wenn ich mal drüber schwenke. Hier gehört natürlich nur beim Äste hier. Also gesagt, ihr seht, jetzt habe ich nur mit drei Ästchen drüber gelegt. Mehr nicht, aber es macht natürlich gleich was aus. Es bricht die Linien und das jetzt nur zwei, drei drüber und schon wird man es fast nicht mehr sehen. Was gibt es Besseres als ein Kaffee im Wald? Tab aufgebaut. So muss das sein.
Also ihr seht, Plan B, Wald, Breakout im Wald ist gar nicht so ohne. Und es braucht schon einiges an Übung und Training, um das wirklich dann auch durchziehen zu können. Und wenn ich völlig untrainiert war, vielleicht in der Stadt noch aufgewachsen bin und nicht so wie ich. Ich war ja schon als 7-Jähriger, bin ich stundenlang durch den Wald gelaufen. Da würden sich ja viele schon mal verlaufen. Also auch das sind so Sachen, die ich einfach mal trainieren muss. Orientierungsmärsche machen. Macht mal Survival-Training, wenn es euch selber nicht traut. Oder geht es eben selber raus bei der ganzen Geschichte. Und dann wisst ihr, ich zum Beispiel wüsste, 5 Tage könnt ihr im Winter überleben. Wahrscheinlich. Also auch nicht zu 100%. Weil es kann immer mal irgendwas sein, dass die Sachen nass werden und probiert es mal im Winter was zu trocknen. Und nasse Sachen im Winter, ist nicht ohne. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, haut es mir unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wieder über ein Like freuen. Falls es noch nicht passiert, bitte auch gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Führt euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.